Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der DGUT. Mein Thema: Guerilla Marketing. Eine Stunde, ja? Gut. Fangen wir damit an, was es ist. Guerilla, wer weiß, was Guerilla Marketing ist? Okay. Seit 25 Jahren reden wir über Guerilla Marketing. Wir sind zu selten unterwegs. Also, was ist Guerilla Marketing? Guerilla Marketing ist Werbung für kleine mittelständische Unternehmen, die aggressiv werben, weil ihr Budget für Marketing nicht so groß ist, wie sie es gerne hätten. Okay? Erfunden von J. Conrad Levinson, das ist mein Chef gewesen, der ist leider letztes Jahr verstorben. Seine Tochter führt die Firma in den USA weiter und wir hier in Deutschland. Und der hat als sehr junger Mann eine sehr berühmte Umpositionierung einer Marke vorgenommen. Und die will ich Ihnen auch gerne kurz zeigen. Sie alle kennen den Cowboy. Es reicht im Kino, wenn Sie ein Lagerfeuer sehen und irgendein, der auf einem Pferd reitet, zündet irgendwas an. Dann denken Sie an Marlboro. Was die meisten nicht wissen, das war 1928 eine Zigarette, die für Frauen eingeführt worden ist. Marlboro ist eine Frauenzigarette. Das können Sie ja am Packungsdesign erkennen, an der Dreiecksform, an der Farbwahl. Ja, Marlboro wurde für Frauen entwickelt, weil Frauen sich in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts das Wahlrecht erkämpft haben, die unabhängige Berufswahl vom Ehemann, die eigene, das Geld verdienen und sogar das Leben ohne Trauschein außerhalb der Familie. Also das war ja davor alles für Frauen sehr schwierig. Und als Philip Morris sah, dass da eine neue Konsumentengruppe entsteht, wollten die eine Zigarette für Frauen auf den Markt bringen. Haben dann Marlboro entwickelt und haben das von 1928 bis 1960 versucht, mit großem professionellen Aufwand, über Frauen als Werbeträger, bekannte Hollywood-Stars mit Zigarettenspitze, diese in den 50ern, diese Bauschröcke und so. Also Frauen als Werbeträgerinnen zu benutzen, um diese Zigarette an Frauen zu verkaufen. Das war leider nicht so erfolgreich und 1959, 60 hat man sich dann entschieden, dass man noch einen Versuch wagt, diese Zigarettenmarke zu wiederbeleben oder umzupositionieren oder sie einzustellen. Und damals ist man auf eine Agentur zugegangen, die in den USA sehr bekannt ist. Leo Burnett heißen die. Und dort arbeitete J. Conrad Levinson als sehr junger Art Director, direkt nach dem Studium. Und die Aufgabe war, ohne den Namen und ohne die Packung zu verändern, die Zigarette verkaufsfähig zu machen. Egal an wen, Hauptsache man verkauft. Als man anfing, war man auf Platz 31 der verkauften Zigarettenmarken in den USA. Und man hat damals die unglaubliche Summe von 150 Millionen US-Dollar 1960 zur Verfügung gestellt zur Umpositionierung dieser Marke. 150 Millionen US-Dollar sind ungefähr 1,2 Milliarden heute. Das ist das Zehnfache, was Apple hatte für die Einführung des ersten iMacs weltweit. Das hatte man nur für Nordamerika. Also ein unglaublich riesiges Werbebudget. Leo Burnett bekommt 15% Agenturprovision, können Sie sich ausrechnen, dann waren noch 110 oder so übrig. Ja. Und die konnten überall werben, wo sie wollten. Damals in den USA wirklich überall. Wer mal Mad Men gesehen hat, diese Fernsehserie, wo die alle rauchen permanent, so war das wirklich. Und die haben überall geraucht, in jeder Fernsehsendung und Produktplacement war auch kein Problem. Also haben die sich überall Sendeplatz gekauft, wo es überhaupt nur ging. Und er hatte die Idee für den Cowboy. Come to where the flavor is, come to Marlboro Country. Er hat in Utah den ersten Cowboy engagiert, den älteren mit dem Schnauzbart, den man noch in den 80er Jahren gesehen hat, der an Lungenkrebs gestorben ist. Der ist ebenfalls sozusagen damit damals in Berührung gekommen. Und der war dann 20 Jahre lang sozusagen die Markenikone. Und er hat in seinem Package-Deal bekommen die Gage und lebenslang eine Stange Zigaretten pro Tag. Dass der an Lungenkrebs gestorben ist, wahrscheinlich kein Wunder, ja? Jedenfalls hat man diese Marke dann neu eingeführt
und ein Jahr lang beworben mit dem riesigen Etat, dem größten Einzeletat, den es jemals gab für eine Umpositionierung, und hat Cowboys engagiert, die durch Großstädte geritten sind. Man hat vor Kindergärten, Schulen, Kinos, Restaurants Freizigaretten verteilt, das war alles legal. Man hat jede Werbefläche gebucht, die man in Amerika kriegen konnte. Ja? Und Jay hat erzählt, dass die damals, 1961, irgendwann Probleme hatten, noch Flächen oder Kinospots oder irgendwas buchen zu können. Die haben sozusagen noch Geld über gehabt, ja? Weil man konnte damals mit ungefähr 2 Millionen Dollar ein nationales TV-Einführung machen. Jetzt, die hatten 110 Millionen, können Sie sich vorstellen, wie viel Geld das war. Nach einem Jahr und der Dauerbefeuerung des Konsumenten, dass die Cowboys dieser Welt Marlboro rauchen, dürfen Sie mal raten, auf welchem Platz verkaufszahlenmäßig die Marke Marlboro stand. Irgendeine Ahnung, irgendeine Idee? Eins, sagt da hinten jemand, noch eine andere? Ja? Also weit vorne, ja? Nee, weit hinten? Ja. Wer glaubt, weit vorne? Okay, wer glaubt weit hinten? Wer hebt nie die Hand, egal was ich frage? Okay, gut. Von Platz 31 auf Platz 31. Okay, Sie waren ein Jahr lang der größte Star der Werbeszene Nordamerikas und haben den größten Etat des Planeten verbrannt und die Verkaufszahlen für Ihren Kunden haben sich nicht verändert. Bei dem Meeting mit den Vorständen von Philip Morris hat J. Conrad Levinson dann zu den Herren, damals nur Männer, nur Weiße, nur Männer und alle nicht geraucht übrigens, hat diesen Vorständen erzählt, meine Herren, keine Panik, wir brauchen mal eine Pause, ist in New York, wo die Zentrale von Philip Morris ist, in der 5. Straße auf die Straße gerannt und hat spontan Interviews mit Passanten gemacht, die an ihm vorbeiliefen. Hallo, wissen Sie, was Marlboro ist? Und die, die wussten, was Marlboro ist, 8 von 10 sagten, klar, eine Frauenzigarette. Und das wird Ihnen auch passieren. Sie positionieren sich mit Ihrem Marketing für irgendwas am Anfang Ihrer Gründung und dann irgendwann machen Sie vielleicht was anderes und es kann sein, dass Ihr Kunde gar nicht mitbekommt, dass Sie was anderes machen. Ja? Das kann also passieren und es braucht Geduld, unendliche Geduld, immer wieder die gleiche Botschaft zu senden. Im Folgejahr, während noch Canyons in Großstädten aufgebaut waren und Zigaretten durch die Gegend flogen, im Folgejahr wurde Philip Morris Platz 1 der verkauften Zigarettenzahlen. Es ist in der Zwischenzeit global, jede dritte Zigarette der Welt ist eine Marlboro mit den ganzen Untermarken. Und das war der Beginn der Karriere von J. Conrad Levinson. In der Zwischenzeit rauchen mehr Frauen Philip Morris logischerweise als jede andere Marke. Und die Marke ist 20-fach größer vom Marktanteil als der zweite. Also in dem irre zerstückelten globalen Zigarettenmarkt, wo jedes Land ja seine eigenen Marken hat, ist das fast überall auf der Welt der Platzhirsch. Vielleicht außerhalb Chinas, weiß ich nicht, aber das war immer so. Es ist die am längsten laufende, unveränderte Werbekampagne, weil bis heute wird das gemacht. Das Spannende daran ist, dass man sich fragt, warum zum Beispiel Frauen diese Zigarette rauchen, die da irgend so ein nach Pferd riechender Cowboy raucht, ja. Ich kann es nicht begreifen, aber das war die große Magie von ihm, als er das damals gemacht hat. So, jetzt zurück zu Guerilla Marketing. Was hat er gemacht? Er ist 1981, nachdem er alle großen Etats betreut hat, die üblicherweise man so kennt. Er hat zum Beispiel erfunden von meinen Kinder-Cornflakes, Tony den Tiger. Und da ich ja selber Anthony heiße, Tony der Tiger war in meiner Kindheit als kleiner Junge sozusagen mein großer Star. Und in meinem ersten Meeting mit J. Conrad Levinson erzählt er mir, dass er diese Figur für Kellogg's Cornflakes erfunden hat. Da musste ich ja mit dem Mann arbeiten. Also, der Tiger, Tony, der Tiger ist von ihm. Der Bohnenmann, wenn Sie in Amerika sich ein bisschen auskennen, gibt es auf Bohnen so einen komischen Bohnentypen, der ist von ihm. Auf einer Thunfischdose so ein komischer Thunfisch, der aussieht wie ein Delfin, der ist von ihm. Der hat sehr viel mit Figuren gemacht. Der hat fast jeden großen Etat mal betreut mit Leo Burnett, den man sich vorstellen kann. Und nach 20 Jahren in seiner eigenen Midlife-Crisis mit Anfang, Mitte 40, hat er gesagt, ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht mehr große Etats machen. Ich will kleine Firmen betreuen. Und hat angefangen, für kleine Firmen was zu machen. Ist umgesiedelt von Chicago nach Kalifornien und hat so kleine Firmen im Silicon Valley angefangen zu betreuen, die damals Start-up-Kapital hatten, die wir alle heute kennen. Kleine Unternehmen, die dann riesig wurden. Aber er hat auch Tankstellen betreut und
Friseure und er hat Abendkurse gegeben für Marketing. Und die erste Regel, die er mir beigebracht hat, war, als ich ihn gefragt habe, wie bist du denn auf die Idee gekommen, diese Kampagne zu entwickeln? Hat er gesagt, das ist ganz einfach. Mehr als 20 Jahre haben professionelle Kollegen von mir versucht, mit Frauen als Werbeträger den Markt zu erreichen und waren nicht erfolgreich. Professionell gemacht, alles super. Wenn du professionelle Werbung machst und sie funktioniert nicht, dann dreh dich um 180 Grad und mach genau das Gegenteil. Suche nach dem Gegenteil und probier aus, ob das Gegenteil funktioniert. Frau geht nicht, Mann geht, männlichster Mann Amerikas ist ein Cowboy und so ist die Idee geboren, die dazu führte, dass er diese Kampagne entwickelt hat. Und das ist bis heute, wenn Sie so wollen, der Ursprung von Guerilla Marketing. Tu etwas, was nicht erwartet wird, such das Gegenteil von der klassischen Positionierung, in der es geht. Aber Guerilla Marketing ist kein neues Marketinginstrument. Ich sagte ja schon, es ist jetzt fast 30 Jahre alt, nee, mehr, 33 Jahre alt, also schon alt. Und trotzdem wird es nie alt werden, weil es ist kein Marketinginstrument. Es ist nicht Direktmarketing, es ist nicht Response-Marketing, es ist nicht E-Mail-Marketing, sondern es ist eine Art und Weise, wie man einen beliebigen Marketingkanal bedient. Eine Philosophie, eine Denkrichtung von Marketing. Und Guerilla Marketing steckt nicht in einem Buch, da können Sie es nachlesen, das steckt nicht in mir, noch ein bisschen, aber es steckt im Wesentlichen in Ihnen, in Ihrer Einstellung, ein Rebell zu sein gegen den Status quo. Wenn Ihnen das schwerfällt, ein Rebell zu sein, aufzufallen, Ihnen schwerfällt aufzufallen, sich in den Vordergrund zu spielen, was ich nachvollziehen kann, dann würden Sie immer so ein unwohles Gefühl haben, wenn man aggressive Werbung mit Guerilla Marketing macht. Und in Deutschland haben wir besonders viel Angst, weil wir immer denken, wir werden sofort verklagt. Erzähle ich Ihnen nachher noch eine nette Geschichte. Also, es steckt in Ihnen. Sie müssen der sein, der sagt, boah, ich muss das anders machen als die anderen. Es gibt zwei Strategien, wie Sie Marketing machen können. Zwei Grundprinzipien, wie ein Kunde etwas über Sie lernt. Und das kennen Sie. Ihre Mutter hat zu Ihnen gesagt, fass die Herdplatte nicht an. 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 Und was haben Sie gemacht? Wahrscheinlich angefasst. Wer hat sich als Kind die Pfote verbrannt? Haben Sie sich das gemerkt? Was machen Sie heute, wenn Sie eine Herdplatte haben? Ja, einen anderen rauffassen lassen oder, ja, also man tastet erstmal, ob das heiß ist, bevor man sich abstützt. Das ist der Unterschied, Finger verbrannt, Wiederholung. Beides funktioniert. Wenn Sie jemals genug Geld haben für Ihr Marketing, dann nutzen Sie Strategie 1, weil die ist fast fehlerfrei. Die funktioniert fast immer. Tüdelüdelü, wissen Sie sofort, was das ist, egal wie schlecht ich das Ihnen hier vordüdel. Nee? Telekom. Sehr schlecht, ja, ich weiß. Das sind die beiden Arten, wie man Marketing macht. Klassische Werbung basiert auf dem Prinzip der gleichen Botschaft, die man unendlich wiederholt. Tausendfache Schaltung des gleichen Werbespots. Und wenn Ihr Budget dafür reicht, funktioniert es nahezu immer. Problem ist nur, reicht Ihr Budget. Wenn Sie wenig Budget haben, ist Guerilla Marketing eine Alternative. Das heißt, der Ansatz, etwas zu machen, was etwas riskanter scheint oder ist, mit dem Ziel, ebenfalls zu einem Lerneffekt zu führen bei Ihrem Interessenten, Ihrer Zielgruppe. Das beste Buch zum Lernen von Guerilla Marketing, neben dem Originalbuch Guerilla Marketing, ist das Guerilla Marketing Handbook, im Englischen immer noch verfügbar, im Deutschen vielleicht als gebrauchtes Buch, erschienen im Campus und im Heine Verlag. Das sind Rezepte für, wie mache ich eine Visitenkarte, wie mache ich ein Poster mit Checklisten, mit Beispielen. Das ist eins meiner Lieblingsbücher von ihm. Der hat jedes Jahr ein Buch geschrieben. Es gibt, glaube ich, 30 Stück von ihm. Ja. Und die übers Internet können Sie geschlossen in die Mülltonne werfen. Also die lohnen nicht, weil fürs Internet hat er nicht verstanden. Ja. Das brauchen Sie da nicht lesen. Da gibt es andere, die es besser können. Aber fürs normale Marketing und Werben sind das ganz gute Bücher. Guerilla Marketing hat aber das gleiche Ziel wie normales Marketing. Am Ende geht es darum, ein Produkt zu verkaufen. Nur, dass Sie einen unkonventionelleren Weg wählen als den Standardweg, ich schalte Anzeigen oder verteile Flyer oder so. Ja? Sie versuchen, das gleiche zu erreichen, Produkte zu verkaufen. Ja, aber damit das funktioniert, weil Sie weniger Geld haben, müssen Sie was machen, was zwickt. Wenn keiner bei der Vorstellung der Werbekampagne in Ihrem Unternehmen aufheult,
dann ist sie nicht aggressiv genug. Wenn nicht irgendeiner sagt, das können wir auf keinen Fall machen, dann ist die Idee schlecht. Ja? Das Hauptproblem bei Guerilla-Marketing-Kampagnen ist nicht, dass die Agenturen, die sie beauftragen, schlecht wären, die ihnen Ideen liefern, sondern die Angst in den Unternehmen, es zu machen. Das ist sozusagen das größte Hindernis. Die Agenturen würden lieben gern ihnen viele tolle Guerilla-Ideen entwickeln, weil die das lieben, das kreativ ist. Aber die dürfen nicht die umsetzen, weil der Kunde Angst hat. Ja? Und der Umgang mit dieser Angst ist eigentlich die wichtigste Frage. Traue ich mich mal, was zu machen, was außerhalb der Norm ist? Und am besten, das ist so meine Idee, zeige ich Ihnen einfach mal ein paar Guerilla-Kampagnen, damit Sie ein Gefühl kriegen, was Leute so machen. Das sind zum Teil sehr viel von großen Unternehmen, und zwar deswegen, weil wir die einschätzen können, was das bedeutet. Wenn ich Ihnen jetzt von einem lokalen Bäcker eine Kampagne zeige, wo der sich mit seinem Stuhl vor seinen Laden hinsetzt, dann schlafen Sie mir ein. Ja? Also zeige ich Ihnen was von ein bisschen größeren Läden. Es klingelt an der Tür, Sie gucken durch Ihren Spion. Papa John ist ein Pizzalieferant, Pizza, wie die Amerikaner sagen, und liefert Pizza aus. Ganz normaler Pizzaverkäufer. Es klingelt an der Tür, Sie machen auf, was sehen Sie? Wer würde das Ding abpulen und bei seinem Freund an die Tür kleben und klingeln? Solange Sie das noch nicht an Ihrer Türe hatten, können Sie das klauen. Ja? Plagiate sind bei Doktorarbeiten verboten, aber im Marketing sind die erlaubt. Ich habe vor ein paar Jahren das erzählt in Hamburg bei einem Vortrag und ein paar Wochen später kriege ich eine E-Mail mit einem Foto. Der Otto-Versand. Die Marketingleitung, die vom Otto-Versand da drin saß, hat es einfach geklaut. Und ich war happy, weil das ist es, da klingelt es, sie gucken durch den Spion, oh, irgend so ein Supermodel vor meiner Tür und wenn sie aufmachen, steht da, bestellen Sie jetzt den neuen Katalog 0800-Nummer. Das ist Guerilla-Marketing. Kostet genauso viel wie der Flyer, den Sie im Briefkasten werfen lassen und den Sie wegschmeißen. Ja? Also eine ganz simple Sache. Solange das noch nicht an jeder Tür in Berlin oder sonst wo hing, können Sie das weiter benutzen. Ja? Das ist noch nicht ausgelutscht, noch lange nicht. Und selbst wenn Sie nach Hause kommen und Sie waren nicht da, als der Typ das ranklebt, die meisten Leute gehen rein und gucken durch den Spion. Und diesen Eindruck von, ich gucke da jetzt, dieses bewusste Wahrnehmen, das ist das, was Guerilla-Marketing erzeugt. Wahrnehmen, hinter den Werbefilter kommen von den ganzen Sachen. Eine andere schöne Aktion von Nike. Philip Knight ist ja nicht nur der Erfinder des Turnschuhs, auf seine Art, und er ist auch nicht der Erfinder der Kinderarbeit, auf seine Art. Er ist auch ein großer Guerilla-Marketier. Der hat am Anfang seiner Karriere Autos aus dem Kombi verkauft, die er in Asien hat herstellen lassen, seesackweise, weil für mehr hatte er kein Geld. Philip Knight und seine Marketing-Truppe ist bis heute sehr kreativ. Die haben natürlich heute beliebig viel mehr Geld, wollen aber nicht beliebig viel mehr Geld ausgeben. Vor ein paar Jahren hat der SCC den Berlin-Marathon sponsern lassen von Adidas und eine riesige 12-stufige Werbekampagne gemacht. Überall waren Plakate und dann musste man immer suchen, wo ist das nächste Plakat, damit man verstanden hat, was diese Botschaft ist von Adidas. Und alle Läufer liefen mit Adidas rum und so, alles super. Und Nike hat eine Weile mitgeboten und irgendwann bei den Gesamtkosten von dem Ding, was ein paar Millionen waren, haben die gesagt, vergiss es, ja, machen wir nicht. Und hat sich entschieden, eine Guerilla-Kampagne zu machen. Die haben sich rausgesucht, den ältesten Läufer des Rennens, Heinrich aus Pankow. Und Heinrich, der älteste Läufer mit über 80, klingelt an der Tür, kommt Nike. Guten Tag, laufen Sie am Berlin-Marathon mit? Ja. Haben Sie schon öfter Marathon gemacht? Na klar, ganz oft. Super. Wenn wir Sie ärztlich untersuchen und Sie bestehen diesen Test, würden Sie für uns der Nike-Läufer des Berlin-Marathons sein. Wir sponsoren Sie ein bisschen. Klar, oder? Würden Sie auch machen. Also als Amateur, klingelt an der Tür, Nike, mache ich. Mit Fernsehinterviews, ja, ja, mache ich. Heinrich besteht den Test, weil Sie wollen natürlich nicht den ältesten Läufer des Rennens sponsoren und der fällt Ihnen tot um nach 2 Stunden. Ja? Also Heinrich, super fit. 4 Anzeigen erscheinen. Tipp, City, wie heißen die anderen Dinger? Prinz und noch irgend so ein Ding. Berlin-Magazine. Ganze Seite, das ist eine Seite davon. Go Heinrich Go, der älteste Läufer des Rennens mit der Startnummer 1181. Unterstützt Berlin, unterstützt ihn, jubelt, wenn ihr ihn seht. Angeheuert Studenten, die mit Pappschildern an der Straße stehen und Pappschilder verteilen, wo drauf steht Go Heinrich Go. Und an dieser Wendestelle Go-Go-Girls, die immer rufen, gib mir ein H, gib mir ein E, gib mir ein I, gib mir ein N, bis sie Heinrich zusammen hatten und dann immer die Puschel hochwerfen und die jubelt haben. Während des Berlin-Marathons hat Heinrich
dreimal so viel Fernsehzeit gehabt wie der Sieger des Laufs, weil die Kamera die ganze Zeit ihn verfolgt hat. Ein Drittel der Berliner hat ihm zugejubelt. Und er hatte mehr Fernsehinterviews als die ersten 10 Läufer des Berlin-Marathons zusammen. Warum? Weil er halt der älteste Läufer war. Hätte auch der jüngste sein können. 5-Jähriger läuft Marathon, hätte man vielleicht auch machen können. Spielt keine Rolle. Also es geht wirklich darum, was zu machen, was ungewöhnlich ist. Kosten für Nike unter 20.000 Euro. Aber die machen auch natürlich andere Sachen. Das war zur Fußballweltmeisterschaft in Japan und Korea, Südkorea. Da haben die, Fußball ist in der Stadt, also falls Sie es noch nicht gesehen haben. Und die Leute haben damals schon da ihre Telefone rausgeholt und Bilder gemacht und so, um einfach den anderen zu zeigen, Fußball ist in der Stadt und Nike sponsert die. Aber auch Puma macht eine ganze Menge. Das ist ein Puma-Wettbewerb, das zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft der Sieger des 100-Meter-Laufs damals, bevor Bolt gab. Und im Fernsehinterview hat er diese Kontaktlinsen da drin gehabt. Stellen Sie sich vor, Sie hätten mit Ihrem Firmenlogo bei jedem Kundengespräch eine Kontaktlinse mit Ihrem Firmenlogo drin. Ihr Kunde vergisst das nie wieder. Haben Sie was im Auge? Nee, das ist alles gut. Das Doofe ist, man kann damit nicht rennen. Die sind also nachträglich gemacht worden. Man sieht wohl nicht ganz so gut. Aber alles können Sie ausblenden. Die Mütze, die der aufhat, den Kragen mit der Werbung, aber die Augen nicht. Kosten ein paar hundert Euro. Nichts. Und natürlich Handgeld für den Sportler. Aber Puma hat auch andere Sachen gemacht. Die haben in dem Fall für die Frauen beim Sprint große Ringe von den Läuferinnen, die die gesponsert haben, angefertigt, die an der Startlinie bei der Kamera zu sehen waren. Und Sie wissen, die Kamera vorm Start zeigt immer die Hände, ob die zu früh vorm Startschuss heben. Und der wurde mehr übertragen, der Puma-Ring, als die auf der Bande ihre Werbung je hätten sehen können. Und Puma macht aber auch noch andere Sachen. Alles, was da ist, nutzen. Das ist ganz oft Guerilla Marketing. Also Dinge, die Sie haben, mit einem interessanten Ansatz benutzen, um sie zur Werbung zu machen, wie in diesem Fall. Man kann aber Sport auch anders interpretieren. Sie wissen, dass wir in China eine sehr politische Lage haben, die nicht jeder unbedingt befürwortet, dass man dort Olympische Spiele macht. Amnesty International, eine andere Form von Startschuss, das vergisst man nicht, denke ich mal. So, und jetzt eine Kampagne aus Berlin. Eine Zeitschrift wurde ein Jahr vom Markt genommen. Ich weiß nicht, wie gut Sie den Zeitschriftenmarkt kennen, aber wenn Sie am Zoo in diese Zeitschriften und Buchhandlungen gehen, die da ist, mit den 1 Million Zeitschriften aus aller Welt, dann sehen Sie, da sind tausende Magazine zur Verfügung. Und wenn Sie Ihr Produkt ein Jahr lang nicht mehr anbieten, das ist bei den meisten Konsumenten vergessen, egal wie lang es sie gab. Ne? Wenn Sie ein Jahr lang das Heft nicht kaufen können, dann ist das aus Ihrem Gedächtnis gestrichen. Und die hatten dann die Idee, der Verlag hat dann gesagt, Mist, hat sich doch gut verkauft. Wir dachten, das wäre gar nicht so doll, aber würden wir doch wieder aufleben lassen. Und die haben 3 Leute engagiert, die in Berlin unterwegs waren, die Neueinführung der ein Jahr stillgelegten Zeitung zu präsentieren. Relaunch in einem Outfit. Geht für Ihr Produkt auch, versprochen. 3 Frauen in Körperbemalung laufen mit dem Cover des Produkts durch Berlin. Das alleine wäre noch nicht so schlimm, aber ich kann Ihnen eins versprechen. Wenn Sie mit Körperbemalung, ist übrigens nicht nackt. Also wenn Sie sich Körper bemalen, sind Sie nicht nackt. Formalrechtlich sind Sie nicht nackt. Also in Unterhose und angemalt ist nicht nackt. Nicht angemalt ist nicht. Okay, aber angemalt ist in Ordnung. Also Körper bemalt, Penthouse in den Deutschlandfarben. Diese Fotos waren im Internet natürlich, die waren überall verteilt in den sozialen Medien, die waren im Tagesspiegel, in der Welt, in der Bild-Zeitung, in der Berliner Zeitung, Berliner Kurier oder wie die Dinger alle heißen, komplett Berliner Zeitung, überregionale Zeitung, FAZ und so weiter. Sie waren in der Abendschau und in der Tagesschau. Weil Nacktheit ist ein Tabu immer noch in unserer Gesellschaft. Wir sehen unendlich viel Nacktheit, aber die meisten von Ihnen sind hier nicht nackt. Also ist Nacktheit grundsätzlich erstmal nicht das Normale, außerhalb unserer Wohnung vielleicht. Und deswegen immer noch ein Tabu. Ihr Produkt malen Sie sich an, Ihr Logo auf dem Bauch oder Rücken und laufen durch die Straßen. Sensationell. Nee? Das sind ein Teil der Ausschnitte, die in den Zeitungen waren und die auch benutzt und auch im Fernsehen und die auch benutzt worden sind später, um
andere Themen zu adressieren und einfach ein interessantes Bild zu haben von Berlin. Ja? Ein politischer Bericht über Berlin mit drei Penthouse-Girls, was hat das mit dem Bericht zu tun? Gar nichts. Aber es ist halt ein schönes Bild und besser als einen Politiker zu zeigen und deswegen noch mehr Werbung für Penthouse, ohne dass sie dafür was zahlen müssen. Das Problem im Marketing sind die unendlich vielen Botschaften. Wir gehen davon aus, die Psychologen, dass wir in der Zwischenzeit in Deutschland pro Erwachsenen pro Tag 4000 Werbebotschaften ausgesetzt sind. Vom Logo auf Ihrem Telefon, vom Logo auf der Fernbedienung, auf meinem Computer, auf Ihrem Getränk, auf Ihrem Auto, Lenkrad, überall sind Logos, überall ist Werbung. Und Ihr Unterbewusstsein nimmt am Tag, so schätzen die Psychologen, 4000 Werbebotschaften auf. Unbewusst. Wie viel davon nehmen Sie bewusst wahr? Kaum. Ne? Wir blenden alles aus, was wir können. Warum? Schön, 109 TV-Sender ohne Internetfernsehen, 240 Radiosender, 388 Tageszeitungen, 847 Zeitschriften, 1097 Fachzeitschriften, 197.615 Taxifahrer, über 5 Millionen damals täglich aktualisierte Webseiten. Und in diesem Blätterrauschen kommen Sie und sagen, ich habe ein neues Produkt, ich mache eine Anzeige. Und wundern sich, dass keiner kommt. Das Einzige, was Ihnen hilft, hinter den Filter zu kommen, in Amerika sind es übrigens 10.000 Werbebotschaften am Tag. Das Einzige, was Ihnen hilft, hinter den Filter zu kommen, ist was? Etwas, was ungewöhnlich ist. Wenn etwas ungewöhnlich ist, merken Sie sich das. Wenn die Straße, wo Sie jeden Tag zur Arbeit fahren, komplett gesperrt ist und überflutet, dann kommen Sie ins Büro und erzählen jedem, der es wissen und nicht wissen will, die Straße, wo ich fahre, war überflutet. Jeden Tag, wo die nicht überflutet ist, kommen Sie aber nicht ins Büro und sagen, die Straße war gar nicht überflutet, die war wie immer frei. Darum geht es, etwas zu machen, was so auffällig ist, dass Menschen sich das merken. Es gibt 1,5 Millionen Werbespots jedes Jahr im deutschen Fernsehen. Produktionskosten mal ausgenommen, 30.000 Euro Minimum pro Sende 30 Sekunden. Also pro Sekunde 1.000 Euro. Das ist das Motto. Darum geht es beim Guerilla-Marketing. So, wenn ich Sie jetzt hätte, heute, und könnte die tragen, die ist ja noch nicht da, aber ich hätte dieses Google-Ding da auf dem Kopf, ja, mal völlig unabhängig, ob das nur Sinn macht oder nicht, können Sie sich vorstellen, dass Leute sich das angucken und sagen, was war denn da? Da war ein Typ, der rannte mit so einem Ding rum. Das würde heute noch Aufmerksamkeit erregen. Ich war auf einer Konferenz, Technologiekonferenz, und da lief einer mit einer gefakten Google-Glas rum. Jeder kannte den danach in dieser Konferenz. Jeder. Weil jeder den sich gemerkt hat von der Optik her. Ne? Jeder wusste, dass der auf dieser Konferenz ist. Jeder hat ihn gesehen, weil er was gemacht hat, was ungewöhnlich ist. Ich kenne einen Gründer, der läuft mit so einer überdimensionalen Brille rum. Also größer als die, die heute populär sind, so wie Ihre. Nur viel größer. Der sieht aus, logisch, wie ein Depp. Aber jeder kennt den dadurch. Da, wo der hingeht, sagt, ach, der mit dieser riesen Brille. Ja? Das ist, weil es ungewöhnlich ist, merken wir uns das. Ja? Ein Guerilla macht Sachen, die ungewöhnlich sind. So, jetzt zeige ich Ihnen noch ein paar nette Kampagnen, die schön sind. Meine Lieblingsfrühstücksflocken kennen Sie schon. Die esse ich heute nicht mehr, die sind so wie Zucker. Aber als älterer Mensch muss man da ja auf seine Linie achten. Also isst man was? Wenn man Cornflakes isst, ne? Cornflakes? Hä? Keiner weiß es? Special K. Sollte Ihr Bauch den Umfang der gebogenen Schubstange des Einkaufswagens erreichen, wird es Zeit, Ihre Ernährung umzustellen. Das ist bei der Einführung von diesen Kelloggs in Supermärkten montiert worden, da wo die Schubstangen sind, an den Einkaufswagen. Man hat dann auch Proben verteilt und so. Und dann hat man was anderes gemacht und jetzt kommt der wirkliche Guerilla-Teil, also das ist schon nett. Aber das wirklich Nette ist, man hat Parkbänke präpariert. Man hat die Sitzplanken durch Holz, durch Gummiplanken ausgetauscht. Und in dem Moment, wo sie sich hinsetzen, egal wie dünn und leicht sie sind, biegen sie sich durch. Wenn etwas, was vermeintlich fest sein sollte in unserer Welt, sich durchbiegt, was machen sie dann? Ne? Sie springen auf sogar. Ne? Also sie, oh, was ist das denn? Springen auf, drehen sich um, lesen plötzlich dieses Schild. Und selbst wenn Sie unter Magersucht leiden, ich glaube, ich brauche Special K. Eine super Kampagne zur Einführung von ein paar Cornflakes. Ja? Nicht sehr teuer, also hübsch. Ja? Im Supermarkt können Sie noch mehr machen, wenn Ihre Zielgruppe sehr breit gestreut ist. Ich zeige Ihnen jetzt die erfolgreichste Spendensammelaktion der Welt für Hungernde in anderen Ländern.
Das sind Poster montiert von bettelnden Kindern, die nichts zu essen haben und die darum bitten, dass man ihnen was gibt. Nicht sehr hübsch, oder? Problem ist, das können sie nur wegkriegen, wenn sie den Einkaufswagen komplett voll machen. Also machen sie einen Monatseinkauf, nur damit sie die nicht sehen. Spätestens an der Kasse sehen sie die wieder. Und da, wo da der Euro reingesteckt wird, um das Ding auszulösen, die Kette bei uns, da ist eine Sammelbox dran. Und diese Sammelbox ist die Sammelbox für die Spenden. Die haben mehr Spenden gesammelt als jede Spendensammelaktion pro eingesetzten Euro, die jemals gemacht wurde. Weil sie kennen das, sie lesen im Poster Brot für die Welt, ja, Schüsselchen, ein paar Reiskörner, ja, sie sollten was spenden. Klar, sie gehen jetzt nach Hause und tippen ein, 3,70 Euro, Brot für die Welt. Macht kein Mensch. Da, der 1,50 Euro, mein Gott, schmeiße den rein. Deswegen funktioniert es. Oder noch eine, der zweitbeste in Amerika Spendensammelautomat für Wasserprojekte. Das ist ein Automat, die Amerikaner kaufen ja immer Plastikflaschen, weil die ja geklortes Wasser überall haben, was man nicht trinken möchte. Und dieses Plastikflaschending kaufen die normalerweise für einen Dollar und dann fliegt das da unten raus. Und da können sie auch Wasser kaufen. Da kriegen sie Malaria, Diphtherie, Typhus, allen Mist. Und sie können das aussuchen. Und das Wasser rauskommt, sieht so aus wie auf der Flasche, so wie dieses Brackwasser, was ganz viele Menschen auf der Welt leider nur zum Trinken zur Verfügung haben. Und das Wasser da drin ist nicht echt Brackwasser, das hat auch keine Keime, sondern sie könnten es sogar trinken, aber sie nehmen das natürlich mit ins Büro und zeigen es. Das ist ein Automat von der UNICEF und die Euros da drin gehen in Wasserprojekte. Der steht in New York City, das ist der erfolgreichste Wasserprojekt-Spendensammelautomat, den es auf der Welt gibt. Aber ich zeige Ihnen noch was anderes. Sie sind in einer Shopping Mall. Sie laufen an so einer Treppe vorbei, gucken da runter. Und da liegt offensichtlich ein Mensch. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten, was sie tun. Erste Möglichkeit, sie rennen runter und klauen die Handtasche. Zweite Möglichkeit, sie tun so, als hätten sie es nicht gesehen und gehen vorbei. Und dritte Möglichkeit, ich hoffe, dass das, was sie tun, sie rennen runter, um zu helfen. Ja? Wenn es ihnen so geht wie mir, stellen sie fest, dass ihr roter Kreuzkurs so lange her ist wie ihr Führerschein. Und sie nicht mal mehr wissen, wie stabile Seitenlage geht. Und darum geht's. Wissen, was zu tun ist, rotes Kreuz. Das ist eine Puppe, alles ist festgeklebt, das Handy, die Tasche, die Schlüssel. Und das weist darauf hin, dass wir sonst nicht wissen, wie man es macht. Und Rote Kreuz macht Rote Kreuzkurse, um den Leuten zu erklären, wie man erste Hilfe leistet. Aber man kann auch mit ganz kleinen Sachen Guerilla-Marketing machen. Das ist ein Schönheitschirurg, der Nasen operiert und der mit dem Trinkbecher den Leuten eine hübschere Nase verpasst. Ja, also keine große Sache. Jeder, der trinkt, ist plötzlich ein Werbeträger für diesen. Die Frau hat bestimmt eine hübsche Nase, aber kann ja auch ein anderer sein, der nicht so eine hübsche Nase hat. Das ist auch was Hübsches. Das ist eine Litfaßsäule mit riesigen Kunsthaaren beklebt. Gigantische, riesige, King Kong-ähnliche Kunsthaare. Und in der Mitte ist ein freier Streifen und unten steht Lady Shave Enthaarungscreme. Und wenn die Herren der Schöpfung ihre Enthaarung an Stellen entfernen wollen, wo sie nicht so schön finden, werden sie sich mit Sicherheit daran erinnern. Wer würde jemanden, den er kennt, mit geschlossenen Augen zu dieser Säule führen, dass er die mal anfassen muss? Ja, das ist genau das, was das macht. Daran erinnern sie sich mal. Ein Foto von, führen ihre Freunde dahin. Genauso wie diese Kellogg's Bank. Ach komm, wir gehen mal spazieren. Ach, setz dich mal kurz. Ja, genau das gleiche Prinzip. Aber sie können, Litfaßsäulen sind toll, sie können die auch für was anderes nutzen. Das ist Dulcolax. Das ist, falls Sie sonst Schwierigkeiten haben, danach haben Sie keine mehr. Ja, eine riesige Toiletten- und Papierrolle, die leer ist. Eine einfache Idee, etwas, was da ist, umzuwidmen. Aber das kann auch was Hübsches sein. Es müssen auch keine Abführmittel sein. Das ist zum Beispiel eine Berliner Hutmacherin, die Werbung macht für Hüte, indem sie den Kopf von hübschen Litfaßsäulen, also den Deckel oben, als Hut sozusagen nimmt. Und die Fotos werden so gemacht und die Poster, dass der Kopf endet, wo der Hut anfängt, sodass man denkt, die Litfaßsäule wäre der, quasi ein Mensch mit Hut. Die sitzt in der Potsdamer Straße, die Hutmacherin, ich habe irgendwie den Namen vergessen, schöne Hüte von, und die finden sie aber an der Potsdamer Straße relativ weit vorne. Und diese
Fotos werden bis heute benutzt, wenn es um Stadtmarketing geht. Die habe ich schon 10-mal im Tagesspiegel gesehen, obwohl die Aktion mehr als 10 Jahre her ist. Also eine super Aktion, die die Hutmacherin nichts gekostet hat. Die hat sogar die Posterkleben gesponsert bekommen. Also ganz viele Bücher für Guerilla Marketing. Wir haben es schon kurz besprochen. Noch eine Kleinigkeit. Alles, was da ist, umwidmen. Das ist übrigens ein deutsches Unternehmen im Ausland. Das ist Karstadt Quelle Versicherung, wirbt für Zahnersatzversicherung, Zusatzversicherung. Ja, jeder kennt Bowlingbahn oder Kegelbahn und kaum einem fällt auf, dass es aussieht wie ein Mund ohne Zähne, wenn man ein paar Kegel rausschießt. Einfache Sache. Aber es können auch kleine Aktionen sein. Das ist ein Hersteller von Unterwäsche, nämlich Sassa Mode. Und die haben Probierstationen in Berlin aufgehängt, in der Innenstadt, in der Nähe von der Friedrichstraße und so, entweder mit Fäscheständern, wo eine Mitarbeiterin dann den Damen über dem, da mal sozusagen das Outfit, und die sind gekommen und haben gegenseitig die anprobiert und angehalten und so. Oder von oben konnte man die dann sehen und runterholen mit so einer Stange. Also eine Kleinigkeit zu machen, was ungewöhnlich ist und einfach das zu nutzen, was da ist oder an einem ungewöhnlichen Ort etwas zu verwenden. Das ist ein Friseur, der auf seinen Haarschnitt hinweist, einfach eine Hecke benutzt und drunter sein Werbeschild anbringt. Das ist die in England sehr beliebte KitKat-Werbung. Das ist, ich glaube, Immobilien-Scout, Wohnung zu klein, wird einfach draußen erweitert, der Esstisch auf der Straße montiert, ja, sodass man sieht, passt man nicht mehr rein, auf Immo-Scout gibt es neue Wohnungen. Und das ist unsere beliebte IKEA, ja, die einfach Alltagsgegenstände verhübscht, die Wartestelle und den Spielplatz mit IKEA-Produkten und einfach den Leuten zeigt, wie man selbst draußen hübsche Sachen mit IKEA-Sachen machen kann. Oder sie können auch ganz normal Farbe nehmen und die Straße zur Werbefläche machen, indem sie dieses Schlagloch als Kariesloch in einem Zahn zeigen, Oral-B. Ja, besser, man pflegt seine Zähne, sonst hat man da Löcher. Oder eine meiner Lieblingswerbungen, Mit dem Produkt springen sie einfach höher als ihre Freunde. Manchmal zu hoch, wie man sieht in den Bergen. Und noch ein sehr interessantes Verhütungsmittel. Viele Männer verhüten, ohne es zu wollen. Können Sie sich vorstellen, wie lange das bei Maie dauert hat, bis man das durch hatte, ja, so eine Anzeige zu schalten als hochwertiger Unterwäschelieferant für Männer und Frauen. Aber das ist genau das, worum es geht. Da blättern Sie in Ihrer hübschen Frauenzeitung und plötzlich sehen Sie, weil die Männer kaufen ja die Unterhosen nicht, sehen Sie dieses Bild. Und dann sagen Sie, stimmt, beim Wäschewaschen ist mir das auch schon aufgefallen. Ja? Das macht ja jetzt auch nicht gerade spannend. Fuchs, Pflanzendünger, wenn Ihre Geranie irgendwie nicht wächst, da sehen Sie mal, was richtig Power hat. Oder der Rasierer, ein bisschen größer, der alles wegrasiert. Das ist einfach das Nutzen, was man hat. Und eine meiner Lieblings, ist in Monaco, eine meiner Lieblingsumwandlungen von Alltagsgegenständen ist das hier. Oh nee, Venedig. Ja. Hat jeder 1000-mal gesehen, am Flughafen Tegel, überall auf der Welt, haben sie dieses Gepäckband und der hat erkannt, sieht aus wie ein Roulette und jeder von den Koffern könnte ja die Kugel sein. Ja? Also eine super Werbung, die nicht viel kostet und die jedem irgendwie einleuchtet, ohne dass sie irgendwie groß die Döns machen müssen. Jetzt kommen wir nochmal nach Berlin, lokales Unternehmen. In Kneipen sind Poster über den Pissoirs montiert, die ein Produkt bewerben. Jetzt frage ich Sie mal, was könnte das für ein Produkt sein? Also eine Frau sitzt da schelmisch lächelnd auf diesem Poster, starrt schräg links nach unten oder rechts nach unten und bewirbt, unten ist ein Spruch, der ein Produkt bewirbt. Was für ein könnte das Produkt sein? Was könnte auf dem Herren-WC beworben werden? Na? Viagra. Was noch? Kondome. Was noch? Na? Was war's schon? Okay. Unterwäsche. Sie sehen das Problem. Wir sind so limitiert in unserem Kopf, dass uns außer den offensichtlichen Produkten keine einfallen. Die offensichtlichen Produkte machen aber was? Die blenden wir aus. Sie erwarten auf der Toilette, dass man da Unterwäsche, Kondome oder sonst was bewirbt. Wissen Sie, was da beworben wird? Nee, aber ich weiß.
Also, was wird beworben? Auf diesem Poster steht, Frauen achten beim ersten Rendezvous mit Männern, das sind ja Innenkneipen, auf die Schuhe, meine Herren. Und was passiert, wenn Sie Ihr Geschäft verrichtet haben? Was machen Sie automatisch? Sie gucken auf Ihre Schuhe. Und wenn Sie Männer kennen, dann wissen Sie, dass Männer folgende Eigenschaft besitzen. Schuhe werden im Normalfall erst ersetzt, wenn man sie mit Panzerband nicht mehr zusammenkleben kann. Die passen doch noch. Ja? Das Problem ist nämlich nicht, Frauen in ein Schuhgeschäft zu bekommen, sondern Männer. Frauen kaufen mit zwischen 5% und 7% Wahrscheinlichkeit einen Schuh, wenn sie ein Schuhgeschäft betreten. Jeder 20. Besuch in einem Schuhgeschäft führt zu einem Kauf. Da Frauen sehr gerne und sehr oft in Schuhgeschäfte gehen, kaufen die regelmäßig Schuhe. Männer gehen nie in Schuhgeschäfte, wenn sie aber gehen, kaufen die mit knapp 70% Wahrscheinlichkeit ein paar Schuhe. Und zwar egal, ob die passen oder nicht, nur um da wieder raus zu sein. Und das ist Görz, die Schuhkette, die diese Kampagne gemacht hat. Unten stand ein Aufkleber, neue Schuhe gibt es bei Görz. Oben war das Poster, unten war der Aufkleber, wo die Leute nach Schuhe betrachten, die Werbung sehen konnten. Eine Kombination aus Bodenwerbung und Dingswerbung, weil man etwas beworben hat, was man an diesem Standort nicht erwartet. Also es geht darum, was zu machen, was da nicht erwartet wird. Was erwarte ich für Werbung auf dem Bierdeckel? Bierwerbung. Guckt da irgendeiner hin, wenn sie ein Bier trinken, was da für Werbung draufsteht? Nee. Weil ich erwarte ja Bierwerbung, deswegen gucke ich da auch nicht hin. Das ist das, worum es geht. Und meine Lieblingswerbung für ein Potenzmittel, wie man das, glaube ich, heute so nennt, ist das. Die Umwidmung eines Schalters. An, aus, an, aus, an, aus. Was meinen Sie, wie oft da jemand dran rumgespielt hat? Ja? Alleine, weil das so schön ist. Und Sie können auch andere Sachen umwidmen. Das ist eine ganz normale Straßenbahn mit einer Haltestange und eine Werbung von einem Fitnessstudio für mehr Power. Jeder, der sich daran festhält, sieht aus, als ob er irgendwas stemmt. Und meine Lieblingswerbung, die jeder von Ihnen sicherlich auch kennt, ist die. Erich Sixt ist einer der größten Guerillas in Deutschland. Der hat über 600 gerichtliche Verfügungen bekommen, dass er Sachen nicht mehr machen darf. Und er hat tausende von Kampagnen gemacht, die grenzwertig zum Teil sind, eine Menge Leute aufregen. Und deswegen ist er der Autovermieter in Deutschland Nummer 1. Weil er unglaublich aggressiv wirbt für ein großes Unternehmen. Aber Sie können auch, also das zum Beispiel, Moment. Müssen Sie da nochmal diese Anzeige schalten, wenn Sie die jemals gesehen haben? Nee. Frau Merkel hat sich dann damals einen anderen Friseur gesucht, ja, und danach sieht sie ja doch schon erheblich besser aus. Und das ist ein Ergebnis von dieser Anzeige übrigens gewesen. Allein dafür bin ich Herrn Sixt dankbar. Das Zweite ist, alles was groß ist, zieht Menschen an. Also das ist die Bayer-Zentrale zum 100. Geburtstag in Ludwigshafen? Leverkusen. Leverkusen mit dem Firmengebäude als Aspirinpackung. Alles, was riesig ist, wird fotografiert. Das war die am meisten fotografierte Firmenfassade in Europa oder weltweit. Keine wurde so oft fotografiert wie die. Und die wurde weltweit, konnten Sie die sehen, als 100 Jahre Aspirin war. Keiner würde die Packung abbilden, aber das bildet jeder ab. Das ist Product Placement, wie man es mag. Man kann aber auch Gebäude, die gar nicht mehr da sind, gut benutzen. Das ist Ravensburger Puzzle. Ja, die einfach an der Baustelle einen großen Puzzlekarton hinstellt, da können Sie das Haus wieder aufbauen. Ich glaube, das war irgendjemand, der die Amerikaner nicht so mag. Ich glaube nämlich, dass das das Weiße Haus ist, aber ich weiß nicht. Gut. Aber noch ein bisschen Anti-Raucherwerbung. Wir haben von Marlboro begonnen. Ich will Ihnen ein paar Sachen zeigen, die ganz gut sind, um nicht zu rauchen. Das ist nett, oder? Das gehört so fast zu meinen Favoriten. Nur falls Sie sich wundern, ich habe nichts gegen Raucher, aber mein Vater und mein bester Freund sind an Lungenkrebs gestorben und deswegen habe ich da so eine besondere Affinität zu diesen Nichtraucherkampagnen. Das ist, wie sieht aus wie ein Röntgenbild und zeigt sozusagen, das ist so ein Aschensammler. Wir sind an einer U-Bahn, wo man so die Skat rausdrückt und die Asche der reinschmeißt, die Kippe. Und das ist so durchsichtig, das aussieht wie eine Röntgenaufnahme mit all diesen Sachen. Das ist eine, die den charmanten Geschmack von Raucherküssen signalisiert, die man bekommt, wenn man regelmäßig raucht. Aber Sie können auch Farbe benutzen, um etwas zu erreichen gegen das Rauchen, wenn Sie das wollen, indem Sie wie in Singapur das zeigen. Das ist die Menge an Teer in Ihrer Lunge nach 3 Jahren Rauchen. Also dieser Straßenabschnitt an Teer geht über die Lunge am Ende durch. Cool, oder? Wenn man schon auf der Straße rummalt, kann man aber auch was anderes bemalen. Das ist ein Fußgängerüberweg, der mal zeigt, wie man mit Mr. Proper wirklich alles sauber kriegt. Oder
dass man bei Bedarf auch mit Tippex tolle Zebrastreifen machen kann. Das hier ist eine illegale Aktion von Swatch für die Einführung der neuen Uhrenkollektion. Das war in Berlin, wie Sie unschwer erkennen. Es ist illegal, öffentliche Gebäude für Werbezwecke zu missbrauchen. Da ist ein Hochleistungsprojektor und Generatoren im Tiergarten aufgebaut worden, ohne Genehmigung. Und die haben die aktuelle Uhrenkollektion dort an die Wand geworfen. Und als die Polizei eintraf nach 45 Minuten und dem Spuk ein Ende machte, war das okay, weil die Presse war nach 15 Minuten da und hat Fotos gemacht und die Touristen alle verteilt. Also die Geldstrafe ist nichts gegen den Werbeeffekt, den diese Aktion für die Swatch hatte. Aber noch ein paar andere nette Aktionen. Das ist die Gegenübergewichtigkeit in den USA, eine Kampagne gegen Übergewichtigkeit von Kindern. Und das ist der Schlitten, den man dann braucht, wenn man so dick ist. Und das ist übrigens das sind Butterpakete, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, in Amerika sind die so kleine Streifen. Das sieht dann aus wie eine Sprengweste, also das ist das, was es für den Körper von Kindern vor allen Dingen anrichtet, wenn die massiv übergewichtig sind. Eine sehr hübsche Sache. Aber Sie können auch andere Sachen, ganz normale Wände und andere Dinge, hier zum Beispiel können Sie verwenden, um etwas, was gar nicht da ist, dorthin zu machen. Sie sehen, rechts sieht es aus wie eine Tür. Und unten sieht es aus wie Fahrstuhltüren. Und die Leute sind in dieser Tiefgarage, denken, das ist die Fahrstuhltür, gehen dahin, wollen da raufdrücken und dann lesen die fotorealistische Kopien, gibt es im ersten Stock im Copyshop. In dem Bürohochhaus. Sensationelle Werbung, ja. Das Gleiche gilt für dieses Ding da oben. Sie können aber auch bei dem Nackten, wo wir vorhin waren, auch jemanden engagieren, der mit ihrem Logo ein Sportevent stürmt. Das ist ein Flitzer beim Rugby-Weltmeisterschaft in Australien. Jetzt ist in Deutschland Fußball toll, in Amerika Football und in England und in Australien und Neuseeland ist Rugby das absolute Monsterthema. Und die wurden beide, waren zwei verschiedene Flitzer, wurden übertragen, unschwer zu erkennen, wer die gesponsert hat, Vodafone. Das einzig Dumme ist, Australien ist ein Land, wo das Anstiften zum Flitzen strafbar ist. Und der Vodafone-Manager hat dafür wirklich eine Strafe bekommen, die er hätte verhindern können, wenn er gewusst hätte, dass das in dem Land nicht erlaubt ist. Was könnte hier beworben werden? Dessous oder so, ne? Aber sonst guckt ja wieder keiner hin. Sex sells, die älteste Weisheit der Welt. Aber was sollen wir machen? Unsere super Gabelstapler sind nicht besonders sexy. Aber hier vier Sachen, die hervorstechen. Erstens, zweitens, drittens. Und jetzt, nachdem Sie bewiesen haben, dass Sie nicht nur tolle Bilder gucken, sondern auch lesen können, rufen Sie uns an unter 0800 und fordern Ihre Unterlagen an. Die erfolgreichste Anzeige, die Heister, der größte Gabelstaplerhersteller der Welt, jemals geschaltet hat. Auch da können Sie sich vorstellen, wie lange diskutiert wurde, bis der Vorstand das erlaubt hat. Aber die wissen doch, dass jeder, der da arbeitet, fast immer männlich ist. Die meisten im Lager Arbeitenden sind Männer. Ja? Die stehen auf Pin-Up und Dekolletés, das wissen Sie, meine Damen. Und deswegen kann man damit werben. Ist vielleicht ein bisschen billig, aber funktioniert. Als der Mini eingeführt wurde, ging der auf Konzerte mit. Das war ein U2-Konzert, da hatte der einen super Platz. Der wurde häufiger fotografiert als die Band. Damals, er war ganz neu. Der war beim Basketballspiel, ja, auch in den USA. Der war in Las Vegas, da durfte er auch mal Urlaub machen. Dann war er in London als Weihnachtsbaum um die Weihnachtszeit. Die Lampen waren dann die Lämpchen, die Glühlampen. Und in Spanien war er im Marriott Hotel und hat Ferien gemacht und brauchte kein Handtuch, um sich da zu sonnen. Und in London nochmal war er dann auf dem Christopher Street Day als SM-Mini. Wenn einer von Ihnen zum Beispiel Dessous verkauft und Sie würden auf Ihrem Auto einen überdimensionalen BH montieren und durch Ihre Stadt fahren, würden die Leute mit Sicherheit gucken. Und das ist genau das, was das macht. Sie suchen etwas, was ungewöhnlich ist, ein Mini, der auf der Parade mitfährt, als SM-Mini. Der wurde mehr fotografiert als alle anderen Wagen, die da rumfuhren, weil es ungewöhnlich war, weil der Wagen neu war. Ja? Das ist das, worum es geht. Aber man kann auch mit ganz kleinen Kampagnen was machen. Wir haben vorhin über ganz schlanke Menschen gesprochen, manche Frauen. Leider sehr oft Mädchen wollen sehr schlank sein und leiden an Essstörungen durchaus. Und das ist ein Verein, ein Hilfsverein aus Hamburg, der da, wo D für Dame steht, solche Aufkleber raufmacht. Und da, wo die Toilettenschüssel ist, wenn man den Deckel hochklappt, unten montiert, wo drauf steht Hilfe bei Essstörungen unter der Nummer. Können Sie nur lesen, wenn Sie sich über die Toilette beugen. Ja, was Sie nur machen, wenn Sie schwerst betrunken sind, dann können Sie auch nicht mehr lesen. Oder wenn Sie eine Essstörung haben. Ja, also ein ganz tolles, kleines Konzept dafür. Das ist Kentucky Fried Chicken.
für eine Werbekampagne. Überall bei McDonald's, im Garten von McDonald's, wurden Kentucky Fried Chicken Tüten mit einem kleinen Stein hingestellt. Und die Journalisten in München war das, angerufen mit folgender Information: Wenn ihr wissen wollt, was man bei McDonald's in der Mittagspause isst, dann geht mal zum lokalen McDonald's und guckt mal. Und das sind die Bilder unter anderem, das ist ein Bild von den Bildern, die gemacht worden sind und am nächsten Tag in der Zeitung waren, zu McDonald's. Es gibt aber auch noch ein paar andere Sachen. Meine Frau war in einem Hotel, hat dort übernachtet und fragen Sie mich nicht warum, guckt die unter das Bett und sieht dieses Schild. Ja, wir machen wirklich sauber, Sie haben eine Flasche gewonnen, rufen Sie unsere Rezeption, eine Flasche Wein gewonnen, rufen Sie unsere Rezeption. Rufen Sie in der Rezeption an und sagen die, ja klar, wir geben uns so viel Mühe, das Zimmer sauber zu machen und falls einer mal unter das Bett guckt, dann soll der ruhig belohnt werden. Dieser Laden ist insofern besonders, der malt sein Obst an und so, das machen viele andere auch. Aber der macht was anderes, das ist der größte Caterer der Region, das ist ein Hotel, der gleichzeitig Catering macht. Warum ist er der größte Caterer? Der hat auf seine Lastwagen gedruckt, die Lieferfahrzeuge, Durst einmal hupen, Hunger zweimal hupen. Wenn Sie einmal hupen, fährt der Wagen rechts ran und gibt Ihnen ein Getränk. Wenn Sie zweimal hupen, gibt er Ihnen ein Sandwich, ein Brot. Und wenn Sie dreimal hupen, kriegen Sie ein Getränk und ein Brot. Überall in der Stadt kennen die den. Ja? Die Leute hupen, der fährt rechts ran, die Leute freuen sich, jeder erzählt es. Der größte Caterer geworden mit der sozusagen Umwidmung von Werbefläche. Aber man kann das auch nutzen für junge Leute, die ja ein bisschen andere Sachen mögen als wir. Das ist ein Erpresserbrief, der an Jugendliche geht, in dem steht, wir haben was dir gehört, wenn du es wieder haben willst, komm allein. Der nächste Brief war eine Fotokopie einer Kugel, die hier ist für dich. Und da ging es um irgendeinen Ego-Shooter, dann wurden SMS verschickt. Wer findet das geschmacklos? Die anderen nicht? Okay, sie sind schon so abgestumpft, ich weiß nicht, was sie gucken, Zombies am Nachmittag oder so. Ich finde das nicht schön. Aber es funktioniert. Jugendliche finden das total cool. Und es gibt schlimmere Sachen, die habe ich Ihnen gar nicht gezeigt. Hätte ich gewusst, wie verroht Sie sind, hätte ich Ihnen ganz andere Sachen gezeigt. Sie können aber auch eine normale Einkaufstüte umwidmen und daraus was machen. Da oben ist eine für Leute, die an Fingernägeln kauen. Da gibt es irgendein Zeug, was sich auf die Finger schmiert. Das ist so bitter. Und wenn Sie das tragen, die Tüte, dann sieht das aus, als ob sie ihre Hände da drin im Mund hätten, ja, und ihre Fingernägel kauen. Also Kleinigkeiten, um was umzuwidmen. Das ist in Zürich der Flughafen. Die zeigen Ihnen einfach, wie toll so eine tolle, edle Uhr aussehen könnte, die man dort kaufen kann. Und das ist eine Anti-Graffiti-Werbung in Australien. Der nächste Stopp ist das Gefängnis. Der nächste Halt ist das Gefängnis, wenn du Graffiti machst. Das sieht aus, der vor Ihnen sitzt, hätte die Hände hinten auf dem Rücken in Handschellen. Aber ich habe Ihren Stuhl auch präpariert, das haben Sie gar nicht gemerkt. Der sieht dann so aus. Ist für ein Fitnesscenter, damit Ihr Hintern wieder ein bisschen in Form kommt. Also auch eine einfache Sache, eine Werbefläche zu nehmen, wo jeder ein Bild macht oder guckt, ja, oder einen anderen draufsetzt und sich aber daran erinnert, was er da gemacht hat. Jetzt möchte ich Ihnen noch meine Lieblingskampagne von Stefan Schneck erzählen. Das ist ein Gastronom, sehr erfolgreich. Das Nola am Kreuzberg, kennen die einen oder anderen vielleicht von Ihnen? Und die Schnitzelei ist von ihm unter anderem und andere Restaurants auch. Und er hat eine sehr schöne Kampagne gemacht zu seiner Einführung des Wulumulu, eines australischen Restaurants. Das ist ein australisches Restaurant gewesen in der Röntgenstraße 7, an der Stelle, wo heute die Schnitzelei ist. Und da war Australien gerade am Kommen. Und er ist ein Eventgastronom, der sich immer überlegt, welche Themen kommen. Und die reitet da, solange er Geld verdient. Und wenn es unprofitabel wird, macht er was Neues an gleicher Stelle mit gleichem Personal in anderem Kostüm sozusagen. Ja? Und als er die Einführung gemacht hat, hat er sich überlegt, wer ist denn die Zielgruppe für australisches Essen? Wer isst australisches Essen besonders gerne? Wie alt? Männlich oder weiblich? Männlich oder weiblich? Männlich. Wie alt? 30. Unter 30. Sind die über 30, sind sie Familienväter, da können sie nicht mehr überteuertes Bier und australisches Essen essen gehen, weil die dann mit dem Kinderwagen da gar nicht reinkommen. Ja? Das heißt, die müssen jung sein. Dann hat er eine Vornamensanalyse gemacht und hat im Umfeld von 2 Kilometern um sein Restaurant in der Röntgenstraße Namen gemietet, die vermuten lassen, dass der Empfänger ein Mann zwischen 20 und 30 ist. Der wird nicht Karl-Heinz heißen, der wird eher, wenn es mit K sein soll, Kevin heißen wahrscheinlich. Ja, so wie eine Shakira heute vielleicht 13 oder 14 ist und in 10 Jahren 24. Und dann können sie alle Shakiras mieten, dann wissen sie, die ist 24 oder 23, ja. Briefe rausgeschickt, 1000 Postkarten, vorne Australien-Motiv, auf der Rückseite folgende Botschaft. Lieber Kevin, wie mit der Hand geschrieben, bin in Australien, ist ja totaler Hammer, schade, dass du nicht da bist,
Kuss und Gruß, deine Susanne. Sie kommen nach Hause, sie sind Kevin, ihre Frau, Freundin steht an der Tür und fragt was? Wer ist Susanne? Sie fallen aus allen Wolken, kennt keine Susanne. Ich hatte nicht mal eine Grundschullehrerin, die so hieß. Ich weiß nicht, wer Susanne ist. Doch, hier ist die Karte. Okay, 14 Tage lang Blumen, Staubsaugen freiwillig, Wäsche waschen. Alles ist wieder gut. Kommt die zweite Postkarte. Lieber Kevin, ich bin zurück. Lass uns treffen, ich muss dich sehen. Nächsten Dienstag, Wulumulu, Röntgenstraße 7. Kuss und Gruß, deine Susanne. Sie können raten, wie viele Leute am Eröffnungsabend vor dem Wulumulu standen. Weit mehr als 1000 Männer und Frauen. Und alle Mitarbeiter hatten auf dem Rücken, egal ob männlich oder weiblich, ganz groß stehen, Susanne. Und Stefan Schneck stand oben, gab eine Menge Freibier und hat ausgerufen, heute Abend sind wir alle Susanne. Sensationelle Kampagne. Ist dann von einem Nachtclub in Hamburg kopiert worden. Chloe oder so hat geschrieben, das war nicht so erfolgreich, das war dann doch eher ein Flop. Ja, aber das hat da gut funktioniert. Wie entwickelt man das? Das Erste ist, man muss Regeln brechen. Alles, was Regeln sind, wenn ich eine davon breche, wird es Aufmerksamkeit geben. Wenn Sie sonst Schuhe haben und jetzt sind Sie barfuß, laufen hier barfuß rum, guckt jeder und sagt, was ist das für einer mit barfuß? Ja? Wenn Sie nicht aussehen wie jemand, der auf der Straße lebt, dann wird man Sie im Gedächtnis behalten. Also falls Sie Ihre Schuhe ausziehen wollen, fühlen Sie sich frei. Alles, was Tabus sind oder vermeintliche Tabus, hilft. Wenn wir die brechen, hilft es. Es gibt ein paar Risiken. Das Wichtigste ist, Sie haben keine Kontrolle. Wenn ich eine Anzeige schalte, kann ich sehen, wo die hingeht. Wenn ich Guerilla-Marketing mache, kann alles passieren. Ja? Das kommt in YouTube, auf Twitter, das wird woanders gebloggt. Das haben Sie nicht wirklich unter Kontrolle, vielleicht funktioniert es auch gar nicht. Also Kontrollverlust. Wie macht man das? Wollen Sie wissen, wie man das macht? Wie man selber so eine Kampagne entwickelt? Wer ist nicht so, fühlt sich nicht so kreativ? Die anderen sind alle kreativ, sie sind der Hammer. Oder sie sind armlahm, zu viel Sport. Wie macht man das? Ich zeige Ihnen das mal anhand eines, ich muss schnell mal zurück. Wir haben Urlaub, ja? Was ist das Hauptproblem? Wir haben vorhin in dem WC gesehen, dass Sie in bestimmten Bahnen denken. Bilder, Bildersprache, Texte, Motive, alles wird aus diesem Thema bedient. Das heißt, wir benutzen die gleichen Fotos, die gleiche Bildsprache, die gleichen Themen, um die gleichen Themen zu vermarkten. Wenn Sie heute an einem Reisebüro vorbeigehen, was sehen Sie da üblicherweise? Eine Palme, ein Strand, eine Frau oder Mann in Badekleidung mit Cocktail. Einen Mann oder eine Frau, richtig? Nicht der Strand da, wo ich hinfahre, wo die irgendwie die Sardinen liegen und manche aussehen wie Wale, sondern das sind alles Modelle und total hübsch und so mit einem Cocktail. Hallo, willkommen am Strand. Ja? Oder es ist heute ein Kreuzfahrtschiff, ja? Oder vielleicht die Alpen für Familienferien, richtig? Wenn ich Sie heute an einem Reisebüro vorbeilaufen lasse und am Ende dieses Vorbeilaufens, stopp, nicht umdrehen, von wem ist die Werbung? Können Sie mir das sagen? Nee. Es kann TUI sein, Karstadt Reisen, Thomas Cook, völlig wurscht. Wir wissen es nicht. Weil die alle benutzen die gleiche Bild- und Kommunikationssprache. Und was Guerilla-Marketing macht, ist in jedem Medium einen Bruch zu erzeugen, dass derjenige stehen bleibt. Was war das denn? Und ich zeige Ihnen das mal anhand von Urlaub, wie man das bewerben kann, nicht muss. Das ist eine Kampagne für, werden Sie gleich sehen, für einen sehr bekannten Last-Minute-Verkäufer. Das Blaue da drin ist das, was wir üblicherweise mit dem Thema assoziieren. Also Strand, Bikini, Sonne, Entspannung, Spaß, Cocktails und so weiter. Ja? Also alles in dem Ding. Und das machen Sie mit Ihrem Produkt auch. Sie nehmen Ihr Produkt und alles, was Ihnen so einfällt, was üblicherweise benutzt wird, schreiben Sie auch alles rein. Ja? Lächelnde Familien, was auch immer. Ja? Völlig egal. Und dann versuchen Sie das Gegenteil. Sie erinnern sich, Marlboro, das Gegenteil finden. Jetzt versuchen Sie, Gegenteil zu dem zu finden. Statt Spaß, Stress, statt Badehose, Bikini, Taucheranzug, Pelz, wie auch immer. Statt Cocktails, Wasser, Stammtisch, Saft. Statt Insel, Alpen oder Strand, Stadtmitte oder Industriegebiet und so weiter. Sie versuchen, Gegenteilspaare zu finden. Und dann gehen Sie hin und suchen ein paar Elemente aus der assoziativen Phase, die dazu passen, und ein paar, die nicht passen. Und aus denen zusammen machen Sie eine Werbung. Hier ist eine ganz einfache, für L-Tour eine sehr erfolgreiche Kampagne. Für freizügige Bucher kommen Sie in Badekleidung zu Ihrem nächsten L-Tour-Shop. Und jetzt, hallo, kaufen Sie dort eine Reise und Sie bekommen ein Badekit geschenkt. Also nicht,
kommen sie einfach in den Laden, weil dann kommen 100 Bekloppte in Badehose, sondern sie wollen Käufer. Kommen sie und kaufen eine Reise und sie kriegen so ein Special Badekit. Wann hat man die Aktion gemacht? Im Januar. Im Januar in der Stadtmitte, da sind meistens die Eltur-Läden, finden Sie dann folgende Bilder. Fußgängerzone voll mit Leuten, die mit Bademänteln und Badehosen und Flipflops bei plus 2 Grad bei Eltur anstehen, um sich eine Reise zu buchen. Fragen Sie nicht, warum Menschen so sind, werde ich nie verstehen. Und dann haben die Radios angerufen und die Radios haben darunter einen Wettbewerb gemacht von 100 Städten in Deutschland. Hey, wird Baden-Baden die 100. Stadt oder die 10.? Kommt und geht zu Eltours und kommt in Badehose. Ja, so was so Radios so machen. Die haben insgesamt mehr als 10.000 Reisen verkauft mit dieser einen in 100 Städten durchgeführten Kampagne. Ja? Und dann zeige ich Ihnen noch eine kleine Berliner Kampagne. Das war das zahmste von den Vorschlägen, den wir Ihnen gemacht haben. Das ist die Firma Mango, die kennen Sie, die Klamottenfirma Mango. Nimm mich mit und kleide dich ein. 20% Rabatt in der Aktionszeit vom 27. Dezember bis 3. Dezember. Nimm das mit, an den Läden kannst du das einlösen. Und 20.000 Kleiderbügel mit Gutschein versehen, nachts in Berlin aufgehängt, eine Woche gültig. Die wurden aufgehängt zwischen 3 Uhr und morgens um 6. Um 6.30 Uhr waren alle Bügel, alle weg. Ich bin um 6.30 Uhr in Steglitz auf dem Weg zum Büro angehalten, ausgestiegen und habe an dem Aufhängerort Bügel gesucht. Und habe gedacht, die hätten die nicht aufgehängt. Die Firma, die wir beauftragt haben. Hatten die aber. Ich habe dann noch 2 hinter irgendeinem Bauzaun gefunden. Die waren alle weg. 20.000 Bügel weg. Und die sind aufgehängt, bauen überall. Und wenn Sie zum Beispiel so eine Außenkampagne machen, Sie können in fast allen Regionen Berlins, zum Beispiel wenn Sie in Berlin eine machen, kriegen Sie eine Genehmigung, auf der Straße Promotion zu machen und so weiter. Außer in Charlottenburg-Wilmersdorf. Da kriegen Sie immer eine Ordnungsstrafe und die beträgt zwischen 75 und 150 Euro. Die müssen Sie mit einrechnen. In allen anderen Bezirken kriegen Sie normalerweise eine Genehmigung. Charlottenburg-Wilmersdorf gibt nie eine und das muss man nur wissen. Die Gefahr bei der Kampagne war, die haben gesagt, das Ordnungsamt könnte kommen und sagen, ihr müsst alles einsäumeln, sonst schicken wir die Stadtreinigung. Und der Auftrag an die Firma war, dass wenn wir wieder einsammeln müssen, müssen die mit den LKWs wieder rumfahren und diese 20.000 Bügel einsammeln, wenn keiner die haben will. Aber das Thema war zwischen 5 Uhr morgens und 6.30 Uhr erledigt, alle Bügel waren weg. Und das Tolle ist, die Leute sind natürlich gekommen, haben die Gutscheine eingelöst, 20 Zusatzprozent, ja, 20 Rabatt. Und die haben die Bügel nach Hause genommen und hängen da bis heute ihre Kleidung auf. Und das sind so Samtbügel, so samtbezogen sehen die aus, mit Mango drauf. Die hatten die noch, hat die nichts gekostet, haben die aus Spanien uns geschickt. Ja. Eine super Kampagne mit wenig Aufwand und das war die langweiligste. Wir hätten gerne was anderes für Mango gemacht und trotzdem war die für die erfolgreich. Hier noch ein paar kleine Impressionen von dieser Kampagne zur Weihnachtszeit am Kudamm. Glückliche Leute, die das mitgenommen haben. Und 20.000 Bügel, es sind insgesamt 2.943 Coupons, wurden in den ersten 48 Stunden eingelöst. Also wir haben 3.000 mal was verkauft und da stand eine Mindestsumme drin. Gesamtumsatz waren etwas mehr als 100.000 und die Kosten mit Verteilung waren unter 1 Euro. Also der Umsatz pro Bügel, den sie verteilt haben, war pro Bügel nach Abzug aller Kosten 5,33. Hätten die 50.000 verteilt, hätten sie wahrscheinlich 5,33 mal 30.000 mehr gemacht. Deswegen, wenn Sie immer das machen, was Sie bis heute machen, dann werden Sie bestenfalls das kriegen, was Sie bisher bekommen haben. Bestenfalls, wahrscheinlich nicht. Das heißt, wenn wir stehen bleiben und immer nur die alte Masche machen, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Und es ist die Absage an die Schrotflinte. Heute schießen sie mit Massenmedien, mit Twitter, mit Facebook irgendwo hin und hoffen, da fällt ein Kunde aus dem Baum. Das ist Sniper, das ist Scharfschütze. Wer ist mein Kunde? Wen muss ich erreichen? Wie kriege ich den? Wo steckt der? Und dann eine Kampagne machen, die der sich merkt. Und das geht darum, dass man sein Hirn benutzt und nicht nur Geld. So, ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Härter zu arbeiten ist nicht so wirksam wie schlauer zu arbeiten und am besten ist hart und schlau. Sie können kostenlos auf unserem Podcast hören, da haben wir über Greer Marketing und andere Marketing-Themen jede Woche eine neue Folge. Sehr hübsch, kostet auch nichts, nur für Sie, für Gründer. Ich habe ein Herz für Gründer und wenn Sie mich erreichen wollen, können Sie das hier. So. Fragen, falls Sie welche haben. Ich weiß, wir sind 2-3 Minuten über die Zeit. Ich habe versucht, in einer Stunde zu schaffen, aber die Einführung war zu lang vorhin. Nein, ich war zu langsam. Haben Sie Fragen dazu? Keine?
Bitte. Man kann doch nicht einfach was auf die Straße malen. Ah, kann man was auf die Straße malen? Nein. Aber wenn Sie was auf die Straße malen, gebe ich Ihnen auch einen Tipp. Die Straßenvermesser benutzen Sprühkreide. Sprühkreide kriegen Sie mit Wasser und einem Schrubber wieder weg. Wenn Sie richtige Farbe nehmen und sprühen das auf eine Straße, dann haben Sie richtig Stress. Wenn Sie Sprühkreide nehmen, mit einer Schablone sprühen die darauf und die kommen und sagen, mach die weg, dann nehmen Sie einen Eimer und Schrubber und schrubben es weg. Ja? Nehmen Sie Sprühkreide, kriegen Sie, wo Landvermessungszubehör verkauft wird, in verschiedenen Farben, nicht alle, aber ein paar Farben gibt es, können Sie super mitarbeiten und keiner kann Sie belangen, weil zur Not machen Sie es wieder weg. Noch eine Frage? Bitte. Bitte? muss in Regeln brechen, Gesetze auch, es kommt drauf an, ne? Wie alles im Leben. Das Hauptproblem ist, wir sind so risikoavers, dass wir uns ja nicht mal trauen, kleine Brüche vorzunehmen. Das heißt, wir schränken uns so ein. Und das hat mit Sozialisierung zu tun, weil wir natürlich sozialisiert werden, dass wir uns ordentlich benehmen, dass wir unser Essen nicht beim Kauen aus dem Mund nehmen und auf den Tisch legen und so. Und so fangen wir an, uns in so eine Norm einzufügen. Und in Deutschland sind wir besonders ängstlich. In anderen Ländern ist man da weit weg davon. Im Normalfall ist die Ersttat, wenn Sie nicht was ganz Schlimmes machen, ich habe noch nie gehört, dass einer unserer Kunden ins Gefängnis musste. Zweitens, es war immer Ordnungsstrafe. Ordnungsgeld, Ordnungswidrigkeit zwischen 50 und 75 Euro. Das Höchste, was ein Kunde mal bezahlt hat, waren 150. Und die Versicherung, er darf es nicht wieder machen. Who cares, oder? Ich mache es nicht wieder. Ich mache was anderes nächste Woche, ja? Aber ich mache es nicht wieder, versprochen, ja? Und klar, Sie müssen darüber nachdenken, aber wenn Sie zum Anwalt gehen, sagt er, nee, gar nichts. Da dürfen Sie ja nicht mal eine normale Anzeige machen. Wenn einer von Ihnen Anzeigen macht, können Sie übrigens zum Kartellamt gehen. Die prüfen Ihre Anzeigen für Zeitungen auf kartellrechtliche Probleme. Also ob Sie sagen dürfen, 19% auf alles oder wir geben Ihnen die Mehrwertsteuer zurück, bevor Sie die schalten. Das ist kostenlos. Dauert ein bisschen, bis Sie das bearbeitet haben. Nur so ein kleiner Hinweis, Kartellamt prüft auch Anzeigen vor Veröffentlichung, wenn Sie das möchten. Ja, die werden natürlich jetzt nicht begeistert sein, wenn sie morgen da alle hingehen, aber grundsätzlich tun die das, sodass sie keine Angst haben müssen, dass sie plötzlich eine Abmahnung kriegen. Ja? Im Normalfall gilt nach deutschem Recht, Ersttat ist nicht grundsätzlich klar, wenn sie jetzt was Strafbares machen schon, aber das meiste ist nicht strafbar. Es ist im Normalfall Ordnungswidrigkeit. Noch eine Frage? So, wenn Sie sich also nicht trauen, war ich schon fertig? Eins hatte ich noch. Da ist es. Das ist mein Appell an Sie. Probieren Sie mal was. Anvisieren, feuern und dann zielen. Manchmal besser als gar nichts machen. Wenn nicht wenigstens einer quiekt, ist es nicht Guerilla. Wenn alle quieken, dann haben Sie sich in Ihre Idee verliebt und das wird eine Katastrophe. Wenn aber Ihre Zielgruppe es gut findet und die anderen sagen auf keinen Fall, dann haben Sie eine Guerilla-Idee. Ja? Die Zielgruppe sagt cool und der Rest Ihrer Firma sagt Gott bewahre, dann machen Sie es. Wenn die Zielgruppe sagt, das ist ein Scheiß und alle sagen, es ist Mist, dann machen Sie es bitte nicht. Ja? Viel Spaß, danke fürs Zuhören.